witzig. So, wir machen heute eine kleine Stadtrundfahrt. Weißt du schon, wo wir ungefähr hinfahren werden? Deine Lieblingsorte in Hamburg? Ja, wir haben jetzt gerade trainiert. Ich nehme dich mal ein Stück mit. Dann gehen wir mal ein bisschen mit Dach essen. Und dann zeige ich dir mal ein nettes Café, Restaurant. Dann nehmen wir einen kleinen Happen zu uns. Alles klar. Einmal jo. Der Schlüssel. Dankeschön. Und dann starten wir. Eigentlich müsste ich jetzt blinken, aber habe ich jetzt vergessen. Ich bin ja noch jung, aber in meinen noch jüngeren Jahren, an meiner Anfangszeit, bin ich doch gerne mal ein schnelles Auto gefahren. Jetzt so werde ich ein bisschen solider, werde ein bisschen ruhiger. Da wir ja nicht mehr so allzu viel Zeit haben, fahren wir jetzt zur Außenalster. Auch von mir ein beliebter Ort, wo ich ganz gerne dann halt auch mal, na jetzt lässt es das Wetter gerade nicht zu, aber bei schönerem Wetter halt auch mal gerne spazieren gehe oder halt auch mal, ja, von zu Hause aus in die Stadt mal gerne laufe. Nein, nicht hochspringen. Geht das? Ja, alles gut. Kannst du ja, das? Alles okay. Gut. Danke. Ich hab eine Waschmaschine zu Hause. Das Wetter ist heute nicht so toll, aber ich denke, es ist ein schöner Ort hier. Hier gehe ich gerne mal spazieren. Ja, lasse meine Seele baumeln. Letzte Station, bevor es zurück zum Training geht. Ja, ich glaube, da kann es nur einen Ort geben. Das ist unsere Festung, sozusagen, das Millerntor. Ich glaube, das kennt jeder hier in Hamburg. Also Bruno Labbadia sehen wir hier auf der linken Seite. Ja? Muss ich auch fit halten? Hast du ihn mit drauf? Ja. Und da fahren wir jetzt mal ganz schön hin. Genau jetzt hier raus. So, letzte Station hier am Millerntor ist sozusagen mein Arbeitsplatz am Wochenende. Hier haben wir unsere Spiele. Mein einzigartiges Stadion und macht richtig Bock hier Fußball zu spielen. So, nachdem ich euch ein bisschen was gezeigt habe, wie es dann nach dem Training aussehen könnte oder wie ich so meine Zeit mal in Hamburg verbringe, geht es jetzt wieder zur Köllerstraße. Denn um 15 Uhr ist wieder Training. Bis dahin.
So Leute, wir sind jetzt an der Kollau am Trainingsgelände. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Heimspiel und bis dahin. Tschüss, Bubi. Tschüss.